Hi und zurück zum nächsten Schritt. Installiere deine ersten WordPress-Plugins. Dazu wollte ich nur kurz ein bisschen eine Intro machen, was die WordPress-Plugins angeht, falls du noch nichts darüber weißt. Also WordPress-Plugins sind sozusagen zusätzliche Funktionen, die du deinem Blog hinzufügen kannst. Und sie ja, optimieren deinen Blog sozusagen oder erweitern ihn mit verschiedenen Funktionen, die du gerne zur Verfügung hättest in deinem Blog oder in deiner Webseite. Und ich habe da auch schon einen Artikel veröffentlicht auf der seekerhost.de Webseite, wie erstelle ich einen eigenen Blog selbst. Und da gehe ich auch genau auf diese Punkte ein, die ich auch jetzt in diesem Kurs covere. Und einer davon ist eben auch die Plugins. Also wie ihr seht, es gibt mehr als 50.000 Plugins für WordPress allein. Und deswegen muss man da auch ganz genau nachforschen, erstmal, welche man benutzen sollte. Denn es ist auch nicht empfehlenswert, zu viele Plugins zu haben. Das kann dazu führen, dass die Webseite langsamer lädt oder dass also der Speicherplatz auch zu sehr eingenommen wird von den Plugins. Also man sollte da schon eine gute Auswahl treffen an Plugins, die man dann auch wirklich braucht und benutzt. Oft lädt man welche runter und man benutzt sie dann auch nicht. WordPress macht es mittlerweile so, dass es dich dann darauf hinweist auch. Also ich zeige es euch mal, wenn ihr dann auf euren Blog geht. Ich bin jetzt schon in der Plugin-Section drin, aber wenn wir jetzt mal zurück zum Dashboard gehen, dann siehst du hier Zustand der Webseite gut. Und manchmal kommen dann eben, wenn hier zum Beispiel steht nicht so gut oder verbesserbar oder so, oder ich glaube, es steht dran, sollte verbessert werden, dann kann man hier drauf auf den Website-Zustand und das sieht man dann eben die Vorschläge von WordPress, was man verbessern kann. Und das seht ihr auch schon hier, also was dann eben empfohlen wird von WordPress und da könnt ihr dann auch reingehen direkt und das verbessern. Und oft kommt da hier dann auch der Punkt inaktive Plugins oder Plugins, die nicht oft benutzt werden und dann kann man die deaktivieren oder löschen. Genau, also das ist auch ein gutes Tool hier, um wirklich die Webseite zu optimieren, was die Performance angeht. Okay, also zurück zu den Plugins. Wie gesagt, also man sollte eine gute Auswahl treffen. Ich habe jetzt hier auch einen Artikel, den wir auf Clickdo veröffentlicht haben. Und da werden auch ein paar Plugins geteilt, die wir benutzen für alle unsere Blogs eigentlich durchgehend. Und da wir ja eine SEO-Agentur sind, benutzen wir natürlich auch sehr viele SEO-Plugins. Die werden hier dann vorgestellt in diesem Artikel. Also den All-in-One-SEO ist ganz wichtig, den benutzen wir sehr oft. Und dann gibt es noch andere wie Yoast SEO, die kann man auch benutzen. Aber ich persönlich benutze eigentlich immer überwiegend den All-in-One-SEO. Genau, und ich zeige es euch jetzt auch. Ich habe das schon installiert. Also hier ist das All-in-One-SEO drin. Und dann habe ich hier das Kontaktformular. Das würde ich euch auch empfehlen, weil das ist, ja, finde ich schon ein wichtiges Plugin, das man einfach gut nutzen kann, wenn man auf der Kontaktseite zum Beispiel ein Formular einfügen möchte. Es ist ganz easy zu benutzen. Also ihr geht dann einfach auf die Einstellungen und da könnt ihr dann genau euer Kontaktformular gestalten. Das ist also ganz einfach. Dann Table of Contents, also das Inhaltsverzeichnis, finde ich sehr wichtig in jedem Artikel. Und ihr könnt auch auf meinem Blog sehen, dass ich das da drin habe. Ich zeige es euch jetzt mal kurz auf meinem Blog. Und zwar, wenn wir jetzt mal hier auf die Posts gehen und dann mal anschauen.
Dann siehst du gleich hier das Inhaltsverzeichnis und ich finde das also gerade bei längeren Artikeln sehr nützlich und was auch toll ist an dem, man kann dann draufklicken und kommt direkt dann auch in den Absatz rein. Und ich finde das einfach super praktisch für den Leser, deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Genau, also Table of Contents und Inhaltsverzeichnis, dann die Simple Author Box würde ich auch empfehlen, weil wenn du dann ein Autorenprofil erstellst, was ich ja sehr hoffe, weil jeder, der einen Blog betreibt, sollte auch ein schönes Autorenprofil haben mit einem Bild und mit Links, die dann auch zu anderen Profilen führen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram, Twitter, LinkedIn, was auch immer du hast. Und in der Autorenbox kannst du ein bisschen so eine kleine Bio dann auch reinmachen über dich selbst. Und ich finde, das gibt einfach dann nochmal ein bisschen mehr Credibility, wenn Leute deine Blogartikel lesen. Und ich habe das natürlich auch auf meinem Blog hier. Ich zeige es dir jetzt mal kurz. Hier unten siehst du dann mein Foto und mein Profil. Und das sind hier meine Verlinkungen dann zu meinen Autoren oder meinen anderen Profilen, die ich so habe. Und ich habe ja auch noch ein paar Blogs dann, die ich manage, auch noch verlinkt. Also es gibt dann sehr viele Möglichkeiten, wie man das Autorenprofil nutzen kann. Und ich werde da auch noch mal separat dazu dann ein Video veröffentlichen. Dann würde ich sagen, also das Updraft Plus wird schon automatisch bei dir drin sein, wenn du mit der Seekerhost-App deine WordPress-Webseite host. Wir benutzen dieses Plugin zum Sichern und zum Wiederherstellen von den Webseiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel deine Webseite von einem anderen Webhost rüberbringst zu uns, dann kannst du die durch dieses Updraft Plus eben hochladen, sozusagen. Also dein Backup kannst du dann hochladen. Und das ist eigentlich auch sehr wichtig, weil ja, man braucht es immer. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Und es ist ja schon voreingestellt dann drin. Das war, glaube ich, auch schon mit drin. Also das war jetzt in diesem Theme, das ich eben ausgewählt habe, habt ihr in dem Video gesehen. Da war das schon automatisch mit drin, dieses Plugin. Also es kommt dann auch oft vor, dass wenn ihr ein Theme auswählt, dass das schon voreingestellte Plugins drin hat. Ich habe diesen Editor jetzt noch nicht ausprobiert. Kann ich also auch nicht viel dazu sagen, aber könnte man mal gucken, für was das ist. Das war auch schon mit drin in dem Theme. Habe ich auch noch nie ausprobiert, dieses Plugin, aber ich denke mal, es hat was mit dem Verwalten von den E-Mails zu tun. WordPress-User-Avatar würde ich empfehlen, euch auch zu installieren, weil da könnt ihr dann dadurch auf eurem Profil, das ihr habt hier, also auf eurem Blog, ihr habt ja dann ein WordPress-Profil sozusagen. Und das ist ja dann auch euer Autorenprofil. Und dafür würde ich auf jeden Fall dieses Plugin wählen, weil normalerweise in WordPress kann man so nicht einfach ein Foto hochladen im User Profile. Und deswegen benutze ich dieses Plugin immer, damit ich auch ein schönes Foto hochladen kann. Und dann haben wir hier den Dateimanager. Ich glaube, der ist auch schon vorinstalliert gewesen hier. Und da glaube ich, kann man zum Beispiel dann Backups machen und so weiter. Genau, dann haben wir hier mal die verschiedenen Plugins drin. Ich wollte euch jetzt zeigen, wie ihr eins installiert und das ist super einfach. Und eins, das ich jetzt noch nicht installiert habe, das ich aber sehr empfehle, ist das Monster Insights Plugin. Und zwar verbindet es dein Google Analytics-Konto mit deiner WordPress-Webseite hier. Und ich würde das empfehlen, damit du dann auch, wie du ja vorher jetzt vielleicht schon gesehen hast, also es sieht dann so aus, wenn du auf dein Dashboard kommst, dann siehst du auf einen Blick hier Monster Insights und wie viele
Besucher du hattest heute oder Entschuldigung, in den letzten 30 Tagen. Und ich finde das immer ganz, ganz gut, das so zu sehen. Da muss ich nicht direkt gleich in Google Analytics reingehen. Allerdings also ich habe jetzt nur die freie Version. Also wenn ich jetzt wissen wollen würde, was sind die besten Posts und Zeiten, dann müsste ich natürlich das upgraden. Brauche ich aber nicht, weil ich ja Gott sei Dank Google Analytics habe und das in der Seekhost App auch verknüpft habe. Und da sehe ich alle Daten sowieso, also brauche ich das hier nicht. Aber ich finde es also ganz gut, das hier zu haben, vor allem weil es noch verschiedene andere Funktionen hat, die ich ganz gut finde. Also gerade wenn du jetzt ein Affiliate-Blogger bist, kannst du da dann auch deine Affiliate-Links tracken mit dem Monster Insights. Und ich glaube, das kommt auch mit der freien Version, zumindest für wahrscheinlich ein paar Links. Und ja, also es hat auf jeden Fall mehrere Vorteile und es ist auch dann relativ einfach. Also es macht einfach die Verknüpfung von der WordPress-Webseite mit Google Analytics einfacher, weil ohne dieses Plugin müsstest du dann praktisch den Code an der richtigen Stelle einsetzen und so weiter. Und es kann ein bisschen kompliziert werden. Und wenn es falsch geht, dann funktioniert es auch nicht richtig mit dem Tracking. Deswegen würde ich jetzt empfehlen, dieses Plugin zu installieren. Und da gehen wir jetzt hier auf Plugin installieren und das seht ihr eine Vorauswahl von Plugins, die sehr beliebt sind. Aber wir suchen ja jetzt das Monster Insights. Dann gehen wir jetzt mal hier rein und suchen das. Hier ist es. Und dann gehen wir einfach auf jetzt installieren. Aktivieren. Und dann ist auch schon hier. So, jetzt seht ihr ja, ich habe es also drin, aber ich muss es noch einstellen. Und dafür brauche ich ja dann also praktisch meine Google Analytics Daten. Heißt also, ich muss, bevor ich das Plugin richtig nutzen kann, sozusagen, ich habe es jetzt installiert, aber noch nicht die Einstellungen fertig gemacht, weil ich erst meinen Google Analytics Code brauche dafür. Und den habe ich ja noch nicht. Also deswegen wollte ich euch jetzt einfach nur mal zeigen, wie einfach es ist, ein Plugin also herunterzuladen und zu installieren. Das seht ihr jetzt auch noch mal hier, dass es da ist. Das ist jetzt hier Google Analytics bei Monster Insights. Ja, also es ist da, es ist aktiv, aber wir müssen es dann eben einstellen. Also wir müssten dann auf Einstellungen gehen und da wird uns dann eben das, also da müssen wir das hier verbinden mit dem Analytics-Konto. Genau, und weil ich das hier noch nicht habe, kann ich es noch nicht machen, aber in dem nächsten Video werde ich euch also zeigen, wie wir das machen, wie wir jetzt also unseren Blogger-Tipps und Tricks Blog oder unsere Webseite auf Google Analytics registrieren, sodass es dann auch sozusagen indexiert ist und die Seite also von Google zuerst mal auch ja, sozusagen wahrgenommen wird und hoffentlich in nächster Zeit dann auch, wenn wir jetzt also den Blog aufbauen, dann auch ja, hoffentlich für verschiedene Keywörter dann auch gerankt wird auf Google. Ja, gut, dann glaube ich, habe ich jetzt alles erwähnt, was die Plugins angeht. Also relativ easy. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, einfach ein bisschen nachzuforschen. Denn es kommt natürlich auch darauf an, was ihr für eine Webseite habt. Also für einen normalen Blog würde ich jetzt sagen, waren die Plugins, die ich jetzt so drin habe, schon mal ganz gut. Aber kommt natürlich darauf an, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Shop habt oder eine E-Commerce-Seite, dann braucht ihr ganz andere Plugins noch.
Also es ist wirklich sehr abhängig von von der Art der Webseite und wie sie genutzt wird. Deshalb würde ich euch einfach empfehlen, geht auch mal auf WordPress selbst, auf die Webseite, weil da gibt es auch ganz viele Empfehlungen, welche Plugins man braucht. Okay, dann hoffe ich, ihr habt das jetzt ein bisschen was mitgenommen, was die Plugins angeht. Also zumindest wisst ihr, wie man eins sucht, wie man eins installiert und aktiviert. Und was ich noch zeigen wollte, ist, dass man auch die Plugins automatisch aktualisieren kann. Also normalerweise, bevor es diese Option gab, musste man sich immer wieder einloggen ins WordPress und die Plugins updaten, jedes Mal, wenn es halt ein Update gab. Und Gott sei Dank gibt es jetzt die Möglichkeit, diese automatisch also aktualisieren zu lassen. Für zu den Plugins, also um euch die Funktionen von den Plugins dann nochmal genauer zu erklären. Also ihr habt ja schon, nee, also wenn ihr dann später mein Video seht, wie man eine Seite erstellt oder wie man einen Beitrag erstellt. Das seht ihr dann auch, wie ich zum Beispiel dieses Plugin nutze, aber ich kann es euch jetzt auch mal kurz zeigen. Ich habe jetzt schon einen Beitrag drin und dieses Plugin, also das All-in-One-SEO-Plugin, ermöglicht mir dann eben, diesen Artikel für SEO freundlicher zu machen oder zu optimieren. Und das ist dann hier unten drin. Also das seht ihr dann, da kann ich hier den Titel optimieren, wie der dann auf Google angezeigt wird. So sieht es dann auf Google aus. Dann hier die Meta-Beschreibung hier, die dann drunter erscheint. Und das hilft einfach wahnsinnig, dann das zu optimieren, weil man genau sieht, wie viele Zeichen man nutzen sollte. Und es gibt einem dann auch hier so einen Score, so einen SEO-Score. Und natürlich 100% wäre ideal, habe ich jetzt nicht erreicht, weil ich wahrscheinlich noch nicht, also man kann hier dann unten sehen, was man noch verbessern kann. Und interne Links kann ich ja jetzt noch nicht hinzufügen, weil ich erst einen Artikel veröffentlicht habe. Heißt also, wenn ich jetzt noch interne Links drin hätte, dann wäre der Score wahrscheinlich höher. Und dann hier, was die Lesbarkeit angeht, steht jetzt hier zum Beispiel nochmal ein bisschen was, was ich verbessern kann mit den Headings auch. Also Google mag das ja sehr oder die Suchmaschinen generell mögen es, so viele Titel und Untertitel wie möglich zu haben, damit es einfach sehr leserfreundlich ist und da könnte ich dann noch mal reingehen und das auch verbessern. Jedenfalls seht ihr jetzt, wie so ein Plugin dann in der praktischen Umsetzung aussieht oder wie es sich bemerkbar macht auf der Webseite und deswegen würde ich euch das auch raten. Diese Plugins zu nutzen und ich werde auch noch mehr Videos dann veröffentlichen über die Nutzung, wie ich vorher schon gezeigt habe, zum Beispiel von der Autorenbox oder was war das andere Plugin, dem Kontaktformular. Also da werde ich euch dann nochmal ein bisschen genauer zeigen, wie das alles gemacht wird mit den Plugins. Aber ihr wisst jetzt zumindest mal, wie die Plugins also eingestellt werden, wie sie installiert werden, wie sie gefunden werden und wie sie aktiviert werden. Okay, gut, dann hoffe ich, ihr seid bereit für den nächsten Schritt. Und zwar ist es dann, das Logo zu kreieren. Okay, bis dann.